Einen wunderschönen guten Abend. Man hört mich, aber man sieht mich nicht. Was? Wie? Wo? Ah, Missy, hallo. Speedy, hallo. Und Fussel, hallo. Und dir auch, cooler Malaka. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Einen guten Abend euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, Missy ist eine Spielerin auch von meinem Server, von Denegu. Die kenne ich auch vom Miteinander Schreiben. Und Diamantrix, auch dir guten Abend. Ja, ich dachte, ich mache einen spontanen Forge of Empires Stream, noch so für ein Stündchen oder so, und schließe dann an mit Portal, so wie es eigentlich geplant war. Ich habe auf jeden Fall dem Seekard geschrieben, meinem Portal-Koop-Partner, Portal 2, und der ist aber noch unterwegs. Und der sagt mir Bescheid, sofern er da ist. Und dann spielen wir eventuell Koop zusammen oder eben ich starte erstmal im Singleplayer. Aber jetzt erst einmal ein wenig Forge of Empires. Genau, denn in Forge of Empires gab es ein paar neue Dinge seit meinem letzten Stream und ich wollte zumindest einen ganz kurzen Blick mal reinwerfen und um 21 Uhr und 9 habe ich auch noch eine kleine Aktion vor. Ist nicht mehr lang hin, mein Wecker ist gestellt. Und da werde ich noch was machen in Forge of Empires. Jetzt kein nichts Besonderes, aber also naja, eigentlich so wenig besonders ist es gar nicht. Für unsere Gilde zumindest ist es nicht so wenig besonders. Speedy, ich habe keinen KI-Kern. Ich habe noch nicht immer eine einzige Blaupause. Ja, noch nicht eine. NH hat genug Güter, das stimmt. Das stimmt. NH hat genug Güter. Und jetzt im neuen Zeitalter und in aktuellen Gildengefechten ist es tatsächlich so, dass wir, glaube ich, überhaupt keine Güterkosten haben vom neuen Zeitalter. Das heißt, wir können im Moment eh noch frei walten. Und bis zur nächsten Saison haben sich hoffentlich in der Gildenkasse genügend von den neuen Jupitergütern angesammelt, sodass das auch kein großes Problem mehr sein wird. Missy, sieht's bei euch anders aus? Habt ihr ein Güterproblem in der GG? Also wir hatten wirklich Glück, dass wir in der GG keine Kosten weiter haben mit den Jupitergütern. Weil klar sind die Kassen da erstmal leer. Ihr habt auch kein Güterproblem. Naja, vielleicht hat ja auch Inno gesagt, okay, nach. Ich verstehe es nicht. Ach, ihr habt kein Güterproblem, aber es wird überall gebraucht. Okay, verstehe. Ja, kann man. Dann geht es ja. Dann geht es ja auch. Also, wenn es jetzt keine hohen Kosten sind, dann kann man das ja auch stemmen. Mit den Einnahmen sind ja sicherlich einige auch in den Jupiter gewechselt. Und von daher passt es dann. Genau. Und ja, also generell GG. In 11 Minuten geht hier auch wieder was. Vielleicht sollte ich mir da auch einen Wecker stellen. Weil in 11 Minuten werde ich bestimmt auch noch FOE streamen. Andererseits wollte ich euch ja auch ein bisschen was zeigen. Und ich warte ja jetzt schon auf 21:09 Uhr. Dip, 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 dip. Ich stelle trotzdem mal den Wecker. Und falls es nicht passt, ignoriere ich das halt einfach. Genau. Also meine Zermürbung ist noch sehr, sehr gering. Das heißt, hier ist noch einiges zu tun. Und ja. Okay.
Ja, Stadtbesuche gibt's nicht, weil ich das, weil ich Forge of Empires heute Abend nicht unbedingt in die Länge ziehen möchte. Weil ich ja eigentlich ab 22 Uhr geplant habe, Portal zu machen. Auch deshalb, weil die langen Forge of Empires Streams halt auch sehr, sehr stimmenintensiv sind. Und beim letzten Mal nach dem Urlaub habe ich 3 Stunden gestreamt. Da hatte ich zwar auch kein Stadtbesuch, aber da habe ich so lange gestreamt. Da gab es so viele neue Sachen, weil ich auch über eine gewisse Zeit halt nicht da war. Ich glaube, über 3 Stunden waren das. Dass mir auf jeden Fall ziemlich der Hals wehgetan hat nach dem Stream. Ach, okay. Ja, Missy, so siehst du auf unsere Karte, wenn du auch gar nicht auf unserer Karte bist. Unsere Gegner sind hauptsächlich Toff, wie du siehst. Und man spielt sich halt die Karte hin und her, wie das so immer so ist. Und die armen anderen Gilden sind halt hier irgendwie am Rand und müssen gucken, dass sie auch mal hin und wieder einen Sektor abbekommen. Ja. Naja, ich habe ja schon oft genug gesagt, wie ich dazu stehe. Toph ist kein Gegner für NH, na doch. Also wir haben gegen Toph keine Chance. Das Problem ist, also sie sind zwar oft nicht so schnell, wenn wir jetzt ein Rennen gegeneinander haben, auf einem Sektor, der von jemand anderem besetzt ist, dann gewinnen wir oft auch. Aber am Ende gewinnt halt die Gilde, die am meisten Randsektoren holt und die am längsten hält. Und dadurch, dass die grundsätzliche Spielpower bei Toff höher ist, also die Kampfboni deutlich stärker sind bei Toff, holen die einfach deutlich mehr Sektoren. Und dadurch gewinnen sie immer. So, mein Wecker klingelt und Josie, vielen Dank dir für deinen Raid. Ich war gerade, oh, Marco, und vielen Dank dir für deinen Twitch-Sub im 2. Monat. Ich war gerade eben auch noch bei Josie, bevor ich den Stream angefangen hat. Sie hat nämlich Anno gestreamt und ist natürlich auch eine Forge of Empires-Streamerin, aber wahrscheinlich kennt ihr sie eh alle. Alec, auch dir vielen Dank für den Twitch-Sub. Und was ich jetzt vorhatte um 21:09 Uhr, war Toff anzugreifen im GVG. Wir haben es nämlich geschafft, durchzuschlüpfen auf die Karte von Twist of Fate. Und Twist of Fate waren so unklug, unser Hauptquartier zu schubsen. Also hier hat sich was getan. Okay, die Nibelungenwölfe haben die freigegebenen Gebiete geholt, aber. So, ich hoffe, Marco schaut ausnahmsweise mal nicht zu. Also nicht der Marco, sondern nicht der Marco, der mir gerade einen Twitch-Sub gegeben hat. Und auch danke dir, Jockel, für den Twitch-Sub. Und der Hype-Train rollt durch die Stadt. Thürerwald, danke für die 100 Bits. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr mich hier mit Geschenken beschmeißt. Vielen, vielen Dank euch. Sehr lieb. Genau, ich erkläre es gleich nochmal. Also wir kämpfen jetzt hier erstmal und holen die Sektoren. Wir haben das ein bisschen so getimt, dass aktuell Toff hier auf der Karte unterwegs sein müsste. Die haben hier ein paar Sektoren einzunehmen. Und jetzt kriegen Sie es vielleicht nicht wirklich mit, dass wir hier im GVG kämpfen. Die verteidigen sich sehr, sehr wacker, weil die einfach sehr, sehr viele GVG-Spieler haben. Und von daher ist es immer gut, wenn man einen guten Moment abpasst, wo sie gerade nicht da sind. Wir sind halt durchgeschlüpft um 20 Uhr und jetzt drin und können noch ein paar Sektoren holen. Pling, pling. Was plinkt denn hier noch alles? Marco, Brian, noch ein Marco. Danke dir für 100 Bits und danke
Ach Quatsch, das ist doch unser Marco. Mensch. Ich bin gerade verwirrt, weil du ein anderes Bild hast, oder? Hast du ein anderes Bild als sonst? Anderes Profilbild? Die Ziege, die gibt's ja bei mir nicht. Danke dir für die 100 Bits, aber die Ziege, ist nicht aktiviert. Wolltest du mich mit der Ziege erschrecken, ne? Marco, Marco, Marco. Ja, wir haben die Sektoren gleich und Toff kriegt's nicht mit. Also der andere Marco ist nicht da. Der Marco von Toff. So. Okay. Alle 5 Sektoren eingenommen. Haben abgemacht, dass wir uns treffen nochmal um 21:09 Uhr. Und das ist jetzt abgehakt. Genau. Und das haben wir einfach nur über den Chat geregelt. Arak, so, auch dir vielen Dank für das Gifted Sub an Josie und Marco dir für das Gifted Sub an Pi. Jetzt können sie auch endlich meine tollen Emotes benutzen. Und ich hoffe, sie tun es, weil das ist, also es ist schön irgendwie zu sehen, wenn die Emotes auf dem eigenen oder auf anderen Kanälen benutzt werden, weil das sieht man ja als Twitch-Benutzer, als Twitch-Affiliate, da kann man das so ein bisschen nachvollziehen, wie oft die so benutzt werden. Aber mir fehlen natürlich noch einige, also das könnte noch wesentlich schöner werden, aber da fehlt mir noch ein bisschen die Kreativität und die Ideen. Bursty, hallo. Einen schönen guten Abend. Schön, dass du mal reinschaust. Burst hat auch gerade gestreamt, glaube ich, oder? Du hast doch gerade eben noch hier das Mörderspiel gespielt. Wie heißt es? Leke, genau, der Marco. Der Leke Marco. Der hat nicht reingeschaut, während wir ja Toff angegriffen haben, weil der ist nämlich hier einer der Spieler bei Toff. Inaktiv, ja, wer es glaubt. Genau. Ja, ne, der Arak verschenkt gerne Abos und Marco auch. Toff hat keine Inaktiven, genau, das denke ich auch. Aber Toff hat heute einen kleinen Fehler gemacht und zwar haben wir es geschafft, um 20 Uhr, kurz nach 20 Uhr, diesen Sektor hier einzunehmen. Und dann haben wir auch diese 4 Sektoren hier selbst besessen. Und hier so am Rand ein bisschen das eingenommen und hier oben. Und unser Hauptquartier stand erst an diesem Punkt. Und dann hat Toff diesen Sektor geholt, damit wir nicht noch weiter in ihr Kernland kommen und den Sektor hier unten. Und dann haben sie diese beiden Sektoren hier oben geholt. Und währenddessen habe ich einfach mal die Reihe hier unten freigegeben. Und dann ist halt das passiert, dass das Hauptquartier von dieser Stelle nach hier unten gesprungen ist. Was dann dafür sorgt, dass wir im GVG nicht nur die 3 Sektoren von Toff erobern konnten, sondern sogar noch unser Hauptquartier verlegen und noch 2 weitere Sektoren holen können. So ein Anfängerfehler von so einer guten Gilde. Tja, sie haben wahrscheinlich damit oder darauf gehofft, dass das Hauptquartier nach hier fällt. Das wäre auch möglich gewesen, aber Pech gehabt. Ich glaube, der Sektor, den hatten wir schon eingenommen zu dem Zeitpunkt. Okay. So. Oh, es gibt ein neues Hype Train Emote für die Hype Train Teilnehmer. Ein Kätzchen, wenn ich das richtig sehe. Ein Kätzchen. Ja. Nee, normalerweise ist es echt schwer und gegen Toff. Und Toff hat uns auch einige Zeit lang hier unten auf diesem Sektor eingesperrt mit einer zweiten Gilde in Abstimmung.
geht das, dass man ja eine andere Gilde so komplett blockiert für ein paar Tage. Und da haben wir uns jetzt wieder freigekämpft und sind jetzt hier mal in das Gebiet von Toph vorgedrungen. Ist sicherlich nur eine Episode und wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis wir da wieder rausfliegen. Aber so ist es eben, wenn eine andere Gilde so ungefähr doppelt so viele, wenn nicht gar dreimal so viele GVG-Spieler hat wie wir. So, und ich glaube, wir sind trotzdem noch die mit den zweitmeisten GVG-Spielern auf dem Server. Okay. So, jetzt klingelt der Wecker wieder, weil jetzt hier der Sektor aufgeht. Machen wir den eben noch. Oder ich mach den eben noch. Ihr das gerade gesehen? Was ich gerade gemacht habe? Konntet ihr das? Habt ihr eine Idee, was ich gerade gemacht habe? Mit meiner Nase. Das ist so eine Angewohnheit, wenn man keine Hand frei hat. Den Sektor mit, ach, den Sektor, den Wecker mit der Nase ausmachen. Ja. Okay. Ja, und der nächste wird hier auch gleich aufgehen. Und ich glaube, das ist gleich eine ganze Reihe. Da könnte ich noch mal dran teilnehmen. Angel muss mal wieder auf den Tisch schauen. Was für ein Angel? Burst Angel. Was so langsam geht, meinst du? Ja, das stimmt. Ja, der muss uns mal wieder den Hintern versohlen und mal wieder ordentlich rumpoltern. Burst Angel. Der vorhin kurz geschrieben hat und der meinte, jetzt muss zur Arbeit. Der war nämlich mal bei uns in der Gilde und war auch der Leiter der Gildengefechte bei uns eine ganze Zeit lang. Und ja, hat es hauptsächlich geplant. Und hatte dann halt noch ein paar Leute, die ihn unterstützt haben. Und inzwischen ist er aber quasi in die FOE-Rente gegangen und spielt jetzt andere Spiele. Vor allem Dead by Daylight, so heißt das Spiel, genau. Dead by Daylight hat er vorhin gespielt. Ja, aber auch so gerne so japanische Sachen macht er und streamt die halt auch auf Twitch. Also, falls ihr euch dafür interessiert, schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Und da ist er wieder. 2 Jahre ungefähr hat er die Leitung gemacht, schreibt er. Genau, und er war auch im Gildenrat bei uns. Und Burst war dafür bekannt, dass er ordentlich auf den Tisch hauen konnte, wenn es mal nicht so läuft, wie Burst sich das vorgestellt hat. Und das ist schon öfter mal vorgekommen. Genau. Ja, Marco, du meinst aber andere Sachen. Andere japanische Sachen. Keine Spiele, oder? Okay. Anime ist halt, ach so. Nur Animes, das geht ja. Das ist ja okay. Naja, und Burst spielt auch mal so Spiele im Anime-Stil zum Beispiel. Ja, ich bin langsam. Ich kann mal ein bisschen aufdrehen hier.
Ich treffe die Knöpfe nicht. Ich treffe die Knöpfe nicht. So. Ja, was ist eigentlich Chris Payne, Chris Wayne? Was ich wieder denke. seid ihr selbst schon im Jupiter? Ich kann ja noch mal die Umfrage machen. Vielleicht. Ich erstelle mal eine Umfrage, dann schauen wir mal, wer schon im Jupiter ist. Und diesmal mache ich sie ganz einfach. Nur mit zwei Antwortmöglichkeiten. Könnt ihr gerne teilnehmen. Ich nehme auch daran teil und antworte mit Ja, denn ihr wisst, ich bin schon im Jupiter. Und für diejenigen, die schon in das Zeitalter Jupiter gewechselt sind, würde mich mal interessieren, was ihr an Einheiten verwendet, jetzt wo ihr aufgestiegen seid. Also ich verwende immer noch die Venus-Einheiten, also die Powerdrachen, die ja so im Prinzip die Einheit, die übermächtige Einheit in der Venus ist, mit der man da alles platt macht. Und im Moment funktioniert das hier auch im Jupiter ganz wunderbar mit den Powerdrachen. Und da wäre halt die Frage, habt ihr eine Einheit gefunden, die ähnlich gut oder vielleicht sogar noch besser funktioniert, wie die Powerdrachen es in der Venus getan haben? Harpunis hast du gewonnen, Pi. Die sind die besten. Burst, spielst du eigentlich mal hin und wieder noch FOE oder machst du gar nichts mehr in FOE? Also kann ja sein, dass du ab und zu mal reinguckst oder so in den Account. Ja, stimmt, ich kämpfe noch gegen Venus-Einheiten, da hast du wohl recht. Aber auf der Karte kämpfe ich nicht gegen Venus-Einheiten und auch da funktioniert es bisher absolut problemlos, wenn ich da mit dieser Kombination kämpfe. Allerdings bin ich noch am Anfang der Karte. Da kann es natürlich sein, dass die Gegner jetzt auch noch nicht besonders stark sind. Da bist du noch drin im GG-Leiter-Chat, okay? Warum sperrt ihr die einzelnen Sektoren, fragt mir sie. Ist doch Kraut und Rüben auf der Karte. Naja, die neue Gefechtsleitung ist dazu übergegangen, die Karte so zu markieren, dass immer der nächste zu einzunehmende Sektor im Prinzip nur ein Fadenkreuz drauf hat und die Sektoren, wo noch Lager beschleunigt werden müssen, ein Fadenkreuz drauf haben. Wir nehmen jetzt mal das, dann kann ich da gleich das Fadenkreuz runter machen. Genau. Und so ist jetzt die Markierung gesetzt und alle anderen Sektoren, die auch dann demnächst eingenommen werden oder ja, die dann demnächst irgendwann mal dran sind, die haben jetzt erstmal eine Sperre. So ist die Einstellung. Oh, okay, jetzt haben echt wenig Leute von euch sind schon in der Venus. Dann wäre es ja im Prinzip nur Pi und ich von denen, die jetzt hier mit abgestimmt haben. Neun haben Nein gesagt und zwei haben Ja gesagt. Also, oder nicht teilgenommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, okay. Josie hat offenbar nicht abgestimmt. Okay. So. Beste Einheit, Harpunengrenadiere. Ja, habe ich auch gehört. Hatte ich jetzt letzten Mal, wo ich in den Jupiter reingeguckt habe und selbst noch nicht aufgestiegen war, auch
auch angenommen. Hatte das schon aufgeschnappt. Ich glaube bei Moin Cat mal, dass das womöglich die beste Datei, sage ich schon, die beste Einheit ist, weil die ja diese Kontaktfähigkeit hat und dann zurückfeuert, wie beispielsweise der Flugabwehrpanzer in der Gegenwart. Und das macht ja Einheiten auch ziemlich stark. Genau. Aber wenn ich jetzt mal ausprobiert habe mit den Harpunengrenadieren zu kämpfen, dann war das ehrlich gesagt noch nicht so besonders beeindruckend, weil die doch ganz schön Schaden nehmen. Der nächste Sektor geht jetzt in 7 Minuten auf, da kann ich ja einfach mal versuchen mit Harpunengrenadieren. Das ist ja dann der hier, der einzige, der markiert ist. Paling, paling, paling. Ah, ja, schön, dass du auch in den FOE Olymp gekommen bist. Du mit dem schweren Namen Kula Malaka. Genau, der FOE Olymp. Vielleicht für diejenigen, die noch nicht drauf sind. Das ist ein Discord-Server, wo zum Beispiel auch Josie und Pi drauf sind. Oder auch Zocket. Und wenn irgendeiner von der ganzen Forge of Empires Spieler, also von den ganzen Forge of Empires Spielern dort live geht, dann kommt dann automatisch auch eine Mitteilung, dass diejenigen online gehen und dann könnt ihr da direkt zuschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Genau, von den Streamern auf Twitch sind da, glaube ich, sogar alle dabei irgendwie. Genau, okay. So, ich wollte nochmal, ich hatte ja ein Video veröffentlicht auf YouTube, wie man den Eventkalender löst und da wollte ich gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Und zwar ist es so, oder vielleicht gerne nochmal erklären, falls ihr da Fragen zu habt, gehe ich da auch gerne nochmal drauf ein. Und zwar ist es so, dass man den Kalender relativ einfach voll bekommt. Und das habe ich in dem Video erklärt, wie das funktioniert. Wenn man so ein paar Sachen beachtet, wenn man gute Tagespreise hat und sich dann eben entsprechend darauf vorbereitet. Ich habe jetzt hier an Tag 3 beispielsweise die ersten drei Türchen schon erledigt. Die habe ich allerdings sogar vom ersten Tag alle schon erledigt. Also am ersten Tag war ja das Riesenrad als erster Preis auch schon, also erster Tagespreis schon vorgegeben. Und da war es dann so, dass ich so vorgegangen bin, dass ich erstmal mir genügend Eventwährung geholt habe, sodass ich ein bisschen spielen konnte im Archäologie-Event. Und direkt am Anfang des Events bekommt man ja schon diese erste von diesen Kalenderbelohnungen. Die ist ja so, na, ich glaube, wenn man jetzt hier reingeht, dann das Feld hier oben, also so ungefähr 4 Schritte vom Start entfernt, und zwar immer. Und da habe ich mir die erste Kalenderbelohnung geholt, die gleich eingesammelt und gleich das Türchen auch geöffnet hier im Kalender. Dann habe ich weitergespielt, bis ich die nächste Kalenderbelohnung gefunden habe und dann bis 0 Uhr gewartet. Dann diese Kalenderbelohnung eingesammelt und dann noch weitergespielt, bis ich die übernächste Kalenderbelohnung gefunden habe. Und das war eben der dritte Tag, also für heute die Kalenderbelohnung. Gestern war, glaube ich, irgendein blöder Preis und heute habe ich mir das Karussell erdreht und ich dachte mir, naja gut, Karussell hat ja auch Angriffskraft drauf, buddel ich mal ein bisschen rum. Wenn ich den Tagespreis bekomme, dann habe ich halt ein weiteres Karussell. Und ich habe ganz schnell die Kalenderbelohnung bekommen und ja, bin jetzt an der Stelle stehen geblieben, dass ich jetzt so weit gebuddelt habe, wie ich noch kann, ohne dass die verschwindet oder ohne dass ich sie aus Versehen einsammle, weil wenn ich sie jetzt einsammeln würde, würde ich ja natürlich nur eine Scherbe bekommen. Aber ich will sie nach 0 Uhr einsammeln und dann kann ich diese für den vierten Tag verwenden.
Genau, vielleicht buddel ich dann nach 0 Uhr auch noch ein bisschen weiter, aber vielleicht auch nicht. Also Karussell ist halt nicht so gut. Genau. Aber wenn man sich so ein, zwei Tagespreise raussucht, auf die man spielt, dann ist es ganz locker zu schaffen. Und auf meinem Discord hatte ich heute auch schon geschrieben, dass das Riesenrad, wenn man sich jetzt das ausgesucht hat, ganze viermal auf der Beta, auf dem Beta zusammen zu bekommen war. Und wenn man für jedes Mal, wenn das Riesenrad kommt, dann drei von diesen Scherben einsammeln kann, dann kommt man schon ganz schön weit. Ja, dann hat man ja schon mal 12 weitere, 12, wenn ich jetzt richtig, ja, 12 weitere Scherben gesammelt von den 21, die man dann am Ende braucht. Genau. Und die anderen kommen auch zusammen. Ja, es ist schwer, denke ich auch, das Riesenrad voll zu bekommen. Also man kann das machen, man kann es auch lassen. Ich denke, das Riesenrad ist relativ effizient vom Gebäude an sich. Effizient auch im Sinne, dass es eben auch Forgepunkte gibt. Und die Schildwacht beispielsweise bringt ja jetzt keine Forgepunkte oder auch das Karussell bringt keine Forgepunkte. Und wenn man dann mal Zeiten hat, wo man wenig kämpft oder nicht kämpft, dann bringt einem das Riesenrad halt was beim Einsammeln. Und die Schildwachten bringen halt einem nichts dann in dem Moment. Und von daher ist das Riesenrad eigentlich ein guter Mittelweg. Aber es ist natürlich schwer, da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Riesenrad ein weiteres voll bekomme, aber ich hatte ja jetzt, glaube ich, schon ein paar. Ach, wie hieß das Rad oder was, ne? Hatte ja auch noch ein paar Sachen übrig. Stufe 1. Und ich glaube, ich habe ein Kit jetzt gewonnen und zwei hatte ich noch. Und vielleicht schaffe ich es ja noch, 7 weitere zu kriegen. Sechs. Sechs weiß ich, brauche ich ja bloß noch. Und dann kann ich ein zweites Riesenrad aufstellen. Ja. Genau. Und wenn man noch viel Platz hat, dann würde ich fast eher sagen, geht man eher auf Schildwachten und viel kämpft natürlich. Guten Abend, Uwe. Schön, dass du auch wieder da bist. Reichen die Schriftrollen nach der Reduzierung noch für den Kalender? Das kann ich dir nicht sagen. Waren das auf der Beta mehr Schriftrollen oder waren das früher mehr Schriftrollen? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass die reduziert wurden. Also ich kann es, ich habe es nicht berechnet. Von daher weiß ich es nicht genau. So, ich nehme mir jetzt mal die Harpunen hier. Harpunengrenadier, gleiche Aufstellung mit Agenten und greift damit an. Also ist okay, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Schaden einstecke mit den Harpunen. Oder irre ich mich da? Kann auch sein, dass es nur so wirkt. Wenn ich jetzt wieder auf Venus zurückgehe. Naja, gut, jetzt ist eine Einheit gestorben, jetzt bei den Harpunen nicht. Aber die anderen sind noch alle relativ unbeschädigt. Wobei man das halt jetzt auch noch nicht so richtig sagen kann, ne? Man muss erstmal gegen andere Jupiter-Einheiten auch kämpfen. Hallo Engel, schön, dass du auch da bist.
Bei hoher Zermürbung sind die Harpunen besser. Okay. Kann ich auch ausprobieren. Also, ich nehme an, man wird. Also, ich nehme an, Inno wird darauf achten, dass man den Hauptpreis kriegt, sofern man die Kiste hat. Also, das war zumindest in den letzten Events immer so: sofern man die Kiste hat, war man eigentlich auf der sicheren Seite, um den Hauptpreis zu bekommen. Also, die Kiste aus dem letzten Event. Gibt es die diesmal gar nicht? Diese Eventkiste, ich habe die schon aufgemacht. Von daher kann ich die jetzt hier nicht mehr finden, aber ich kann sie mal auf einer anderen Welt zeigen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Aber ich muss eh nochmal durch die Welten durchgehen. Von daher, warum nicht gleich auch nochmal? Da habe ich es offenbar auch schon aufgemacht. Die Event-Belohnungskiste zeigen. So, aber hier geht es jetzt auch gleich wieder weiter bei dem Sektor. Ging schon los. Und ich muss ja meine Zermürbung noch loswerden. Okay, wobei das nicht passieren wird. Also ich hatte, naja, sagen wir mal vor einem Monat oder so, oder vielleicht vor 1,5 Monaten war immer noch so mein tägliches Bedürfnis, hatte ich so ein inneres Bedürfnis immer noch, die zwischen 80 und 100 Zermürbung am Tag zu sein. Und inzwischen habe ich einerseits nicht mehr so die Zeit dafür. Und andererseits fehlt mir auch so ein bisschen die Lust. Eiskalte Händchen sind das, ja? Okay. Nö, macht mich jetzt nicht wahnsinnig. Stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass da. Aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache einfach, Missy. Und wenn ihr das so machen würdet, dann würdest du dich vielleicht auch dran gewöhnen. Die Rollen für die Quests wurden auf 40 reduziert statt 70, aber der Preis von 1000 auf 650 Schriftrollen von der Beta. Okay. Naja, ist vielleicht auch eine Erfahrung von der Beta, dass sie gemerkt haben, okay, die Beta-Spieler kommen hier, die aktiv spielen, kommen hier im Schnitt mit 2 Kits Überschuss raus oder so. Dann reduzieren wir die Anzahl der Rollen ein Stück weit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Uwe. So, dann würde ich mal meine Nebenwelten durchgehen. Und ich zeige gleich nochmal was auf der Beta, wenn ich mit den Nebenwelten durch bin. Das hier ist A, ich sag's immer dann nochmal, A ist meine Wunschbrunnenwelt, die jetzt noch nicht so nach Wunschbrunnenwelt aussieht, weil ich sie gestartet habe, als im Prinzip die Wunschbrunnen schon abgekündigt waren von Forge of Empires. Und es gibt ja jetzt in den Events keine Wunschbrunnen mehr als Tagespreise und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben, weil Forge of Empires festgestellt hat, dass sie da doch einen kleinen bis ziemlich großen Fehler gemacht haben, so viele Wunschbrunnen zu verteilen, weil ja ihre Eventwährung dann irgendwo ja gratis oder sehr, sehr stark gratis rausgegeben wird. Und viele Spieler haben sich halt Wunschbrunnenwelten angelegt zur rechten Zeit und Städte auf anderen Welten vollgemacht mit Wunschbrunnen, wo sie einfach nur massenhaft Diamanten sammeln. Einer davon ist zum Beispiel der Freakman, der gerade resubscribed hat.
für den 4. Monat. Danke dir. Vielen Dank, Freeman. Schön, dass du wieder da bist. Genau. Und die haben sich halt viele, viele Wunschbrunnenwelten gebaut, wo es eben auch viele Wunschbrunnen als Tagespreise gab. Und ich habe mit dieser Wunschbrunnenwelt angefangen, als es schon keine mehr gab. Und das ist quasi jetzt so ein Experiment, wie das jetzt so läuft, mir eine Wunschbrunnenwelt aufzubauen. Und es ist recht zäh. Es ist auf jeden Fall recht zäh. Ich komme immer mal wieder an Wunschbrunnen und ich muss sagen, das beste Event bisher, was Wunschbrunnen anging, war das letzte. Das war das Geburtstagsevent. Da habe ich die meisten Wunschbrunnen bekommen. In den letzten 4 Events, denke ich. Denn ich habe, glaube ich, die drei hier unten. Nee, ich habe auf jeden Fall die drei großen Wunschbrunnen bekommen und noch ein oder zwei weitere in dem Event. Und außerdem Heckenlabyrinthe. Die habe ich auch noch bekommen. Und ich habe sogar noch welche im Inventar, aber die sind halt sehr groß. Die haben, 3 Stück habe ich noch im Inventar. Aber im Grunde funktionieren die exakt genauso wie Wunschbrunnen und können Diamanten produzieren. Aber sie nehmen natürlich viel, viel, viel mehr Fläche weg. Von daher sind sie eher schlechtere Wunschbrunnen. Genau, aber genau, in keinem anderen Event konnte ich bisher so viele Wunschbrunnen sammeln wie im Geburtstagsevent. Und so ging es mit der Wunschbrunnenstadt dann doch ein Stück weit voran. Okay. Stelle ich hier nochmal 1 Stunden Produktion ein. Gut. So, wechseln in die nächste Welt. Feldrangier ist meine Welt, meine Eisenzeit-Kampfstadt. Und vielleicht auch nicht mehr Eisenzeit, sondern dann frühes Mittelalter-Kampfstadt. Schauen wir mal. Immer noch mehr oder weniger aus Bequemlichkeit, fehlender Zeit. Bin ich in der Eisenzeit und noch nicht aufgestiegen, obwohl ich das könnte. Hier ist natürlich das wöchentliche Ziel, in der Gildenexpedition so weit wie möglich zu kommen und so weit wie möglich, naja, nicht so weit wie möglich durchzuspielen. Jede Woche durchzuspielen und dadurch Diamanten einzusammeln. Bis jetzt auf jeden Fall noch die mit Abstand lukrativste Art für mich, Diamanten zu generieren. Und möglicherweise ist es sogar, ich glaube, bekommt über die Gex auch mehr Diamanten als über eine normale Wunschbrunnenstadt. Aber der Aufwand ist natürlich ungleich höher. 15 Minuten Produktion, naja, habe ich genau falsch angemacht, ne? Brechen wir es nochmal ab. Die kann ich natürlich laufen lassen. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich schon so früh streame, das liegt daran, dass die Alex, meine Frau, leider krank ist. Die ist schon ins Bett gegangen. Genau, sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen ferngesehen oder so. Aber dann nicht. Und dann habe ich die Gelegenheit, noch mal ein bisschen Forge of Empires zu streamen, bevor ich um 22 Uhr dann rüberhüpfe zu Portal. Eventuell mit Seekat, eventuell ohne. Er hat mir geschrieben, dass er noch unterwegs ist. Oh, hier bin ich verklickt. Oh, ich verklicke mich die ganze Zeit. Na super. Ich verklicke mich die ganze Zeit und mache überall 5 Minuten Produktion an, obwohl ich selbstverständlich 15 Minuten Produktion machen muss. Richtig hier aus, Freakman. Danke. Danke. Genau. Ja, also Sikat hat gesagt, er ist noch unterwegs. Vielleicht schafft er es rechtzeitig. Aber in meiner Ankündigung steht ja auch, dass ich
Portal-Spiele um 22 Uhr und ich würde es auch machen wollen. Einfach auch, weil ich da nicht so viel reden muss. Und dass ich auch im Singleplayer ein Stück weit weiterkomme. Hier ist übrigens die Event-Überraschungskiste, die meinte ich vorhin, ne? Also wenn man die hat und öffnet, da ist halt auch ein Kit drin, ein Schmetterlingszuflucht-Auswahl-Kit. Da ist dann entweder das Hauptgebäude drin oder ein Update-Kit dafür oder eben eins von diesen zusätzlichen Deko-Gebäuden von dem Set. Und wenn man das hat, dann ist man, denke ich, Uwe, auf der sicheren Seite. Da wird Inno schon dafür sorgen. Also man kann sich nicht 100% sicher sein. Man kann natürlich Pech haben, dass man in der Umgebung nicht genug Schriftrollen bekommt. Aber es gibt ja auch viele gesicherte Schriftrollen. Dass man, kann sein, dass man nicht genügend Idole findet. Das wäre halt auch nochmal ein Problem oder könnte ein Problem werden. Ja, aber so richtig scharf auf das Hauptgebäude bin ich auch gar nicht hier auf dieser Welt. Quatsch, auf dieser Welt sage ich schon, auf meiner Hauptwelt. Genau. Also es ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude, optisch wirklich sehr, sehr schön. Generell auch das Event, wenn man jetzt diesen Splash-Screen hat, wenn man sich in eine neue Welt einloggt, das ist ja alles super schön, schön designt. Das haben sie wirklich gut hinbekommen. Aber das Gebäude selbst mit dem ganzen Set, das ist ein bisschen. Ich bin nicht mehr so ein großer Set-Freund und auch nicht so ein großer Freund von, wie heißt es, Kettengebäuden. Genau, aber wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich schon aufstellen. Aber ich muss eh mal einen größeren Umbau machen auf der Hauptwelt. Da sieht es eh. Da stehen irgendwie die letzten zwei Eventgebäude noch nicht, glaube ich. Und die zusätzlichen Gebäude, die ich da gewonnen habe. Ich habe natürlich auch beim Geburtstagsevent auf die Bühne der Zeitalter gekämpft und davon auch ein paar bekommen. So, jetzt schreibt mir der Seekard, dass er heute leider nicht mehr kann. Also wird es heute kein Koop geben. Leider, falls ihr euch darauf gefreut habt, spielen wir kein Koop-Portal mit Seekard. Muss ich auch wieder mehr alleine reden. Und ich merke jetzt schon, wie mein Hals trocken wird, trotz Trinken. Der nächste Schritt ist dann wieder Halsschmerz. Vielleicht muss ich auch Rocket League spielen mit Freakman und Alec, damit Freakman und Alec mehr reden können. Aber ich glaube, die haben gerade keine Lust. Okay. Soweit, so gut. Auf dieser Welt. Kaching. Nicht Rocket League, bitte, sagt Tyrawal. Call of Duty. Ja, ich habe kein Call of Duty P. Ich kann kein Call of Duty spielen. Im Lachen bin ich gut. Ich weiß nicht. Ja, dann müsste ich es aber, also selbst wenn es gratis ist, müsste ich es ja erstmal installieren und so. Und runterladen. Und ich weiß auch gar nicht, das ist ja ein ziemlich neues Spiel. Und nicht so ein crappy Spiel wie Rocket League. Und wer weiß, was das für Systemanforderungen hat. Vielleicht funktioniert es dann auch gar nicht so mit Streamen und so. Das ist ja durchaus schon vorgekommen, dass Leute nicht bestimmte Spiele nicht streamen konnten. Habe ich mal gehört. Acht Stunden. Na super. Starten wir die einfach gleich. Noch ein Kommentar zu der Welt.
Das ist meine Classic-Welt. Classic. Classic, Forge of Empires. Ist etwas, was sich der Falco mal ausgedacht hat. Also Zocket. Den ihr möglicherweise wahrscheinlich auch kennt. Ist ein Spielprinzip, wo man lediglich Gebäude aus dem Baumenü bauen darf. Und bei den legendären Gebäuden darf man auch nur solche aufstellen, die das eigene Zeitalter nicht überschreiten. Also ich darf nur legendäre Gebäude bis ins Hochmittelalter aufbauen. Und keine Eventgebäude. Von daher ist der Ansatz, wie man hier spielt, dann ganz anders. Und ich suche mir vor allem oder suche vor allem nach den Medaillen, um die dann einzusammeln. Und die Idole brauche ich halt auch gar nicht. Die 50 Forgepunkte nehme ich natürlich gerne. Aber ansonsten mache ich hier auch eher die Vasen auf. Genau. So, und letzte Welt ist Wahlstrand. Wahlstrand war meine Spaßwelt, beziehungsweise ist eigentlich immer noch irgendwie meine Spaßwelt und ich habe sie jetzt ein bisschen umgestaltet. Ich wurde geplündert. Ach, diese Plünderer. Auf Wahlstrand werde ich übrigens immer geplündert. Die Leute wollen immer in meine schöne Stadt schauen und dann stellen sie fest, oh, da können sie was einsammeln. Genau, da ist nämlich der Ansatz, jetzt eine schöne Stadt zu gestalten. Und die Idee ist mir natürlich auch beim Geburtstagsevent gekommen, weil ich da jede Menge schöne Gebäude auf dem Spielbrett gesehen habe und dann eben so gespielt habe, dass ich eine Auswahl aus schönen, verschiedenen Gebäuden bekomme. Und ich habe ganz viele Gebäude bekommen, die diese Hecken haben. Das sind halt diese ganzen grünen Gebäude hier. Die haben halt um ihre Gebäude selbst rum immer so eine Hecken rumrum. Auch dass die Bühne der Zeitalter hat diese Hecke. Und da habe ich jetzt schon fast alle, die es da irgendwie gibt. Und fast alle aufgestellt. Ja. Und jetzt soll natürlich diese Welt sich halt irgendwie so ähnlich weiterentwickeln und halt noch schöner werden. Das ist hier der Ansatz. Gut, dann bin ich erstmal das allgemeine Einsammeln durch und jetzt gehe ich nochmal auf die Beta. Auf der Beta gibt es nämlich zwei Neuerungen, zwei Neuigkeiten. Oh, ich gehe nochmal zurück. Hier gibt es noch einen Sektor einzunehmen. Trommelwirbel, gleich geht's los auf der Beta. Und wenn ich ein bisschen überziehe mit Portal, dann ist das eben so. Also mit FOE dann und Portal ein bisschen später startet. Dann ist es eben so, ihr wisst ja, wenn ich um 22 Uhr Streamstart schreibe, dann kann es auch mal 22:30 Uhr sein. Es kann aber auch mal 21:30 Uhr sein. Je nachdem. We want Beta. Ja, aber Alec, du bist doch selber auf der Beta, oder? Marco, da ist er, da ist der Toff Marco. Ja, schön, dass du auch da bist. Hast du unseren Angriff auf euch im GVG schon im Stream beobachtet? Stimmt nicht. Was habt ihr denn da gemacht, Marco? Habt ihr nicht gesehen, dass ich freigebe? So. Habt ihr mir uns das Hauptquartier rüber geschubst? Du warst live dabei. Ach so, du hast aufgehört mit der Beta, okay. Ja. Okay. Gut, den Sektor auch noch eingenommen. Hier ist jetzt noch irgendwas abzuholen. Wo denn? Ach so, da. Noch ein paar Medaillen produzieren.
für den Angriff gegen Toph. Also. Ja, ob wir von euch geschoben werden oder von außen, da hast du recht. Da hast du recht. Aber wir haben nicht so gute Kontakte nach außen. Also die meisten Gilden, mit denen wir guten Kontakt haben, sind ja selbst irgendwo schon in der ASA oder wollen nichts in der ASA machen. Und von daher ist es immer nicht so einfach, jemanden zu finden, der uns schiebt. Von daher hättet ihr das Risiko ruhig eingehen können, uns nicht zu schieben. Aber so sind wir jetzt natürlich ein bisschen reingehüpft. Aber naja, mal gucken, ob das morgen dann auch noch so ist. Oder ob wir da bleiben. Okay, gut. Dann sammle ich hier noch ein und dann aber Beta. Dann aber Beta. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt kein Beta. Nicht gucken. Nicht spoilern. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und noch nicht wissen wollt, was es möglicherweise irgendwann auf dem Live-Server gibt, dann müsstet ihr jetzt kurz rausgehen. Weil sonst erfahrt ihr es gleich auf der Beta. Und zwar jetzt. Zunächst ist der Soccer Cup gestartet. Da hatte ich jetzt schon im letzten Stream schon drüber gesprochen. Funktioniert eigentlich wie immer, außer das Turnier. Das funktioniert anders. Es gibt jetzt leider keinen Zufall mehr. Es gibt leider keinen Zufall mehr und man gewinnt immer, wenn hier steht Win und man verliert immer, wenn hier steht Lose. Was anderes habe ich noch nicht mitbekommen. Und Karten kämpfen immer gegeneinander. Also es ist irgendwie lame geworden. Jetzt könnte man hoffen, dass Toph das wieder ändert auf die alte Spielmechanik. Ich bezweifle aber, dass das passieren wird, weil solche Änderungen haben sie eigentlich nie vorgenommen. Sie haben eher bei neuen Features nochmal zurückgerudert. Ja, Draw gibt es auch noch, genau, steht hier unten. Was man gewinnt, wenn man ein Unentschieden hat. Genau. Ja, unspannend geworden. So, und dann fällt euch sicherlich auf. Jetzt habe ich schon gedrückt, dass hier gerade eben, war noch eine Laute bei der Taverne. Und das ist ein neuer Tavernenboost, der sich gerade eben aktiviert hat beim Klick auf die Taverne. Und der jetzt für 4 Stunden gültig ist. Und der jetzt für 4 Stunden die Angriffskraft der Angreifenden, der verteidigenden Armee, den Rekrutierungsboost erhöht und die Bauzeit reduziert. Ja. Ein neuer Boost auf der Taverne. Wenn man auf die Taverne klickt, wird er eingesammelt. Ich weiß nicht, warum es diesen Aktivieren-Button hier gibt. Möglicherweise ist es ein Fehler, dass er eingesammelt wird und es soll erst funktionieren, wenn man auf Aktivieren drückt. Ich weiß es nicht. Aber er ist immer aktiviert, wenn man die Taverne anklickt. Kann sein, dass es ein Fehler ist, dass man eigentlich auf diesen Knopf drücken soll. Aber das kann sich ja alles noch ändern und wer weiß, ob das jemals irgendwie auf die Live-Server kommt. Heute gab es auch am Tag ein Problem, dass man hier nichts mehr machen konnte im Soccer Cup, als sie dieses Update eingespielt haben mit der Taverne, ging dann im Soccer Cup nichts mehr. Genau, aber so ist es eben auf dem Beta-Server und dafür ist ja der Beta-Server gedacht, dass man da ausprobieren kann als Entwickler und gucken kann, ob es funktioniert. Und der ist ja nicht zum Vergnügen der Spieler eigentlich gedacht. Sondern, und erstmal Hallo Samson, die habe ich noch nicht Hallo gesagt. Sondern zum Testen, ob das, was sie planen, funktioniert, programmatisch und bei den Beta-Spielern auch gut ankommt. Und wenn es nicht gut ankommt, dann kann es auch sein, dass sie sagen, okay, dann ziehen wir das Feature zurück. Und dann kommt es erstmal nicht oder gar nicht. Ja. So. 17 Einheiten besiegen. Das ist die eine Neuerung. Dem Soccer Cup
ist jetzt keine Neuerung mehr in der Vorstellung. Wenn ihr mehr zum Soccer Cup noch erfahren wollt, ich habe mich im letzten Stream damit noch ein bisschen ausführlicher befasst und dann noch ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst, einfach nur der Kern dessen, was sich da verändert hat. Und das Zweite, was sich verändert hat, seht ihr hier, sind diese Sternchen und das ist eine Veränderung, auf die alle, glaube ich, warten. Und zwar ein Aid-All-Button. Übersetzt auf Deutsch, allen helfen. Das heißt, alle Leute in der Nachbarschaft, in der Gilde und in der Freundesliste können nun automatisch motiviert werden, wenn man hier auf den Knopf drückt. Und der ist sogar frei. Also man muss nichts dafür ausgeben, keine Diamanten oder irgendwas, sondern man kann einfach draufdrücken und dann geht's los. Und ich habe mir zumindest einen Knopf aufgespart. Normalerweise spare ich mir den auf, falls ich die Quest bekomme, motiviere so und so viel Leute. Aber jetzt möchte ich den Knopf einfach mal drücken, hier im Stream, damit ihr mal seht, was passiert. Wobei, so viel passiert ja da gar nicht mehr. Wenn ich das jetzt hier rechts sehe, dann sind ja nur noch 10 Motivationen offen. Kann es sein? Nee. Es ist wahrscheinlich genau umgekehrt. 10 Motivationen sind schon gemacht. Und 58 können noch gemacht werden. Und ich drücke jetzt mal drauf und dann seht ihr, das Bild ändert sich. Und jetzt fängt es an zu motivieren. Und es dauert tatsächlich lange. Es wirkt jetzt so, als würde jede Stadt geöffnet werden und dort dann quasi fast einzeln jeder Stück für Stück durchmotiviert werden. Das Gute, wenn es jetzt so lange dauert, ist, dass man das eigentlich ignorieren kann. Man kann jetzt hier einfach irgendwas weitermachen und das läuft im Hintergrund weiter. Das ist also ein asynchroner Prozess und man muss sich davon jetzt nicht hier muss jetzt nicht warten oder so, dass die Motivationen durch sind, sondern das läuft halt so nebenher. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Und von daher ist es total super. Also ich glaube, das haben sich ganz viele Spieler schon ganz lange gewünscht, dass man nicht mehr manuell motivieren muss. Und das wird, glaube ich, einiges ändern. Ich glaube, die Anzahl der Motivationen wird demnächst deutlich steigen, die ihr bekommt. Genau. Ja, ich habe Leute angegriffen. Natürlich, ich greife auch hin und wieder Leute an, wenn zum Beispiel eine Quest sagt, dass ich Kämpfe machen soll. Genau, und am Ende kann man halt die Belohnung einsammeln, die man jetzt hier durch das Motivieren bekommen hat. Und hier sieht man auch schon, was ich jetzt bekomme, und zwar 4060 Münzen und 3 Blaupausen. Wunderbar. Hat geklappt. Hab alles eingesammelt und musste dafür nichts mehr tun, außer auf den Knopf Aid All drücken. Das ist richtig, richtig cool. Das spart uns ganz viel Lebenszeit für dieses langweilige Motivieren. Jetzt braucht man nur noch einen Knopf GG machen. GG machen. GG automatisch machen. Das wäre auch genial. So, Freundesliste und Gilded kostet vermutlich Dias. Nein, das kostet auch keine Dias. Das ist alles gratis gewesen. Ich habe nur die Gilde schon persönlich motiviert. Ich glaube, das war auch für eine Quest, muss ich das abschließen. Und dann habe ich heute Mittag, wo dieses neue Feature freigeschaltet wurde, das ausprobiert und die Freundesliste motiviert und jetzt quasi mit euch den letzten Knopfdruck gemacht. Genau. Ja. Jetzt, wo ich gerade 21 Zuschauer habe, ich sehe gerade, ich habe 21 Zuschauer. Vielleicht könnten auch diejenigen, die
Nur zuschauen. Einfach mal ein kleines Hallo in den Chat schreiben, weil ich möchte gerne eine neue Herausforderung abschließen bei Twitch. Also wenn ihr jetzt nur zuschaut, sagt doch mal Hallo. Sagt doch mal Hallo einfach nur. Oder winke, winke oder was auch immer. Hallo Fizzy. Schön, dass du auch reinschaust. Oder ein Smiley, so wie Fizzy. Genau, noch jemand von Toff, wenn ich mich jetzt nicht irre. Denn wenn ich jetzt 20 Leute dazu motivieren kann, ein Zeichen von sich zu geben, ich schieb's mal hier rüber, dann kann ich vielleicht dieses Achievement hier voll machen und krieg dann ein neues Achievement, chatte ein wenig. Genau, ein wenig. Also für mich ist es ja sehr viel. Aber ich glaube, die rechnen da irgendwie mit ihren Partnern. Und für die ist es natürlich wenig. Da muss halt der ganze Zeit der Text durchscrollen. Ich weiß nicht, wie die überhaupt irgendwie was lesen können und auf Leute reagieren können. Hallo Onata, schön, dass du auch da bist. Und hallo Tabaluga. Ich danke euch für die Kommentare und das Hallo sagen. Falls noch jemand von euch noch nichts geschrieben hat heute, schreibt gerne noch ein kleines Wörtchen in den Chat. Vielleicht schaffe ich es dann, dieses Achievement zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch. Jetzt sind es nur noch 20 Zuschauer. Jetzt wird es schwierig. Wenn dann nur einer im Lurk ist, dann wird es schon nix. Ja, vielleicht muss ich einfach das Ganze noch mal an einem Wochenende oder so probieren. Genau, Level up. Aber ich glaube, heute wird es nichts. Bist du etwa so bekannt? Ja, für sie. Natürlich bist du so bekannt. Zumindest auf die Negu. Das Witzige ist ja, ich bin ja auf Averhal, bin ich ja selbst bei Twist of Fate für sie. Das fand ich sehr lustig und Leke hat mich aufgenommen. Und ich habe auch schon für einen Gilden-Eklat gesorgt, weil ich einfach irgendwo Fortschpunkte eingezahlt habe. Jetzt habe ich Deals und weiß, bei wem ich Fortschpunkte einzahlen darf. Okay. Das weißt du, okay. Naja, klar, stimmt, du bist ja selber hier. Du bist ja selber auf A, oder? Das hier, oder? Mit einem anderen Namen. Okay, ja, also würde mich sehr freuen, wenn das Feature tatsächlich live geht. Wenn das hier kommt, ja, kann man machen. Warum nicht? Warum nicht? Aber der Knopf macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Wichtig zu wissen für dieses Feature, für das automatische Motivieren, wäre noch, was passiert mit den LGs, die auf Motivation reagieren. Da wäre zum einen wie heißt er jetzt? Der Friedensturm. Der Friedensturm, der gibt ja Güter, wenn man motiviert. Da wäre halt die Frage, ob sie berücksichtigt haben, dass die sich hier auch ansammeln. Oder ob der Friedensturm ignoriert wird. Das wäre natürlich schade. Und das zweite Gebäude, was dann doch nochmal einen deutlichen Boost bekommt, was den Nutzen angeht, ist der Saatguttresor. Denn der Saatguttresor wird auch beim Motivieren ausgelöst und der gibt auch verschiedene Preise. Steht hier nicht. Aber man hat eine Chance, ich glaube, 20 Güter des eigenen Zeitalters zu bekommen. Oder Medaillen oder Diamanten tatsächlich, 50 Stück. Ich glaube, das ist auch 1%, also 1% hier von 12,8% dann bei der Stufe. Oder Vorräte und Münzen. Also das sind dann die Trostpreise quasi. Aber ich denke, das wird den Saatguttresor nochmal deutlich lohnender machen. Denn man wird doch häufiger und regelmäßiger motivieren, als man das vielleicht bisher getan hat, weil es einfach dann deutlich einfacher wird.
Genau. Tyra, weil du bereitest dich schon mal darauf vor, dass der das Feature kommt, ne? Ja, also ich helfe hier mal noch den Gildenmitgliedern, denn ja, in einer Stunde wird dann auch meine Ernte fertig. Weiß ich gar nicht. Da wechsle ich dann vielleicht nochmal zurück zu Forge of Empires. Von Portal. Das Projekt läuft schon länger, ja. Also ich habe das so gemacht, ich habe irgendwann vor einer Weile, hatte ich auch schon mal im Stream, glaube ich, erwähnt, gesagt, okay, ich reiße jetzt alle Wunschbrunnen in meiner Hauptstadt ab und baue nur noch Wunschbrunnen in den Nebenstädten, beziehungsweise in meiner neu erstellten Wunschbrunnenwelt und meiner Eisenzeit-Kampfstadt. Und stellt stattdessen den Saatguttresor in die Stadt. Ich habe halt einiges an Platz gewonnen, dadurch, dass ich die Wunschbrunnen abgerissen habe und den Saatguttresor dann halt aufgestellt und bekomme halt jetzt eben auch ein paar Diamanten trotzdem noch aus der Hauptstadt. Genau. So. Murmeltier hat heute erst den Saatgut-Tresor gebaut. Und Fizzy hat ihn abgerissen mit 100. Weil das Ding keine Dias wirft, beschwert er sich. Naja, das wirft schon Dias. Aber vielleicht nicht so oft, wie du dir gewünscht hast. Ich weiß nicht, einen Monat, ja. Einmal im Monat oder einen im Monat? Ich hatte jetzt erst, ich glaube, gestern hatte ich erst wieder eine Motivation mit 50 Diamanten. Aber wenn man diesen alle helfen Knopf hat, dann hat man auch einen besseren Überblick dafür. Weil wenn man jetzt so einfach nur durchklickt beim Motivieren oder das vielleicht sogar noch über das Rathaus macht, wo das dann nochmal schneller geht, das Motivieren. Wenn man jetzt hier auf Social stellt, dann geht es ja relativ schnell, dann kommt man hier relativ schnell durch. Und manchmal überlagert das dann, wird das dann überlagert von anderen Icons und man kriegt es vielleicht auch gar nicht mit, dass man Diamanten bekommen hat. Gut, aber es ist schon sehr, sehr selten. Da hast du schon recht. Ich meine, es sind jetzt hier 12% oder auf Stufe 80 vielleicht 12% Chance, dass man überhaupt was bekommt. Und davon dann wahrscheinlich irgendwie 1%, dass es dann mal die 50 Diamanten sind. Vielleicht ist es auch seltener, wer weiß. Na, ich habe schon einige Male Diamanten bekommen. Ich habe schon einige Male Diamanten. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Es funktioniert, aber ist halt so mit Wahrscheinlichkeiten. Gut. Dann würde ich jetzt Fizzy, danke dir fürs Follow. Du folgst mir noch gar nicht. Das ist ja unglaublich. Oder hast du dich jetzt erst angemeldet bei Twitch? Nein, bestimmt nicht, oder? Bist bestimmt schon länger bei Twitch. Ja, danke dir, dass du auch folgst. Und ich würde jetzt aber tatsächlich wechseln auf Portal, so wie es in meinem Kalender steht. Und wechsel vielleicht noch mal in einer Stunde rüber. Also in 54 Minuten. Und sammle meine Ernte ein. Werde dann aber bestimmt nicht den Spieltitel umstellen. Und noch ein bisschen rätseln. Genau. Bisschen rätseln,
wie ich die Portale stellen muss, um durchzukommen bei Portal 2. Portal 1 habe ich schon durchgespielt und eigentlich hatte ich geplant, heute wieder mit Seekard im Koop weiterzuspielen. Koop-Modus, da habe ich nämlich noch nie gespielt. Und Portal 2 habe ich vor, lass mich lügen, vielen Jahren gespielt, wo es rauskam. Ich habe es einmal durchgespielt, wo es rauskam. Und ja, seitdem halt nicht mehr wirklich. Genau. Und deswegen dachte ich, okay, ich belebe das nochmal wieder und spiele mal wieder Portal. Update in der Warteschlange. Das gibt's ja nicht. Ja, wir müssen erstmal updaten. Figman, Level Up. Wofür habe ich jetzt das Level abbekommen? Siehst du, von Pi kriege ich einen Fail. Das ist doch angemessener, wenn ich jetzt auf Portal wechsle und kein Forge of Empires mehr weiterspiele, dann ist es doch eher ein Fail, oder? Ich glaube, für den Großteil von euch, die ihr ja Forge of Empires Spieler seid und euch für Forge of Empires interessiert. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr wirklich, was ich jetzt noch erzählen soll bei Forge of Empires. Von daher, klar, ich kann natürlich Stadtbesuche machen. Aber dann krieg Halsweh. Lies den Chat. Josie und Pi haben ihre Arche auf 80 in W. Vielen Glückwunsch. Vielen Glückwunsch. Glückwunsch euch beiden dazu, dass ihr die Arche auf 80 bekommen habt. Nee, ich habe niemanden, der den Chat liest. Komisch, oder? Normalerweise habe ich dich, Freakman. Magst du mit ins Discord kommen? Magst du mich unterstützen beim Chat lesen und darauf reagieren? Das war zu emotionslos. Oh, ihr habt eine Arche auf W! Mann. Wie denn sonst? Nein, Glückwunsch, vielen Glückwunsch. Vielen Glückwunsch euch beiden für eure Arche auf Wahlstrand. So weit bin ich ja noch lange nicht, ne? Ich bin ja noch komplett LG-los auf Wahlstrand. Ich habe keine Blaupausen. Noch keine. Es hat sich geändert. Ich kann jetzt ein legendäres Gebäude bauen. Nee, ich bin gar nicht auf Wahlstrand, oder? Ich bin auf Averhall. Darum. Darum. Fizzy, dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und dann einen schönen Tag morgen. Jetzt schauen wir nochmal hier. Und hier sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Ah, ein Turm zu Babel kann ich jetzt bauen. Würde der irgendwo gut hinpassen? Hier zu diesem keltischen Bauernhof würde der ganz gut passen. Wobei eigentlich nicht, ne? Also vom Zeitalter vielleicht, also von der Zeit. Aber nicht von der Region. So, ja, Missy, dann auch dir eine gute Nacht. Ich brauche die Gea. Ja, ich glaube auch. Die Gea ist schön. Die brauche ich. Das Atlantis Museum, das ist auch schön. Aber bis ich an die Blaupausen komme, das kann sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich. Ja, okay. Gut. Was ich mal wieder vergessen habe, beziehungsweise was ich auch absichtlich nicht gemacht habe, ist die
die verschiedenen Discord-Server stumm zu stellen. Und ich will das jetzt hier auch nicht mehr. Das Atlantis macht zu viel Sinn. Nicht, wenn man nicht plündert, Pi. Und nicht motiviert. Aber das werde ich ja dann bald auch hier machen, wenn es den alle Helfenbarten gibt. Dann hab ich ja keinen Grund mehr, nicht zu motivieren, weil das so lange dauert. Und ich mich auf den Nebenwelten nicht groß mit motivieren befassen möchte. Na? Genau. Und dann kann ich es auch noch auf dem Stream machen. Genau. Und dann gehe ich nämlich auch ins Bett. Habe ja früher angefangen, muss ich nicht bis 0:30 Uhr machen. Und dann bin ich morgen auch frisch für die Arbeit. Ein paar Kämpfe machen in der für die Mitte. Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Schauen wir mal. Okay? Ob das klappt. Hier mache ich schon mal 4 Stunden Produktion. Ob die nur 4 oder 8 laufen, der Unterschied, den ich da bekomme an Werkzeugen, ist, glaube ich, zu vernachlässigen. So, dann kann ich hier noch den Splitter einsammeln und habe jetzt hier den nächsten Tag freigeschalten. Yes, Medaillen. Okay. Passt. Okay. Dann. Ach, hier noch. Ich habe bald Level 10. Viel fehlt jetzt nicht mehr. Okay. Und noch eine Schabe in der Kolonie. Zack. 10 neue Einheiten, auch nicht schlecht. Raid nicht vergessen, da hast du recht. Danke dir für die Erinnerung. Aber ich gehe jetzt nochmal die Welten durch, von daher ein bisschen Zeit ist ja noch. Wobei ihr vielleicht hört, dass meine Stimme. Ja. Genau, das Stream-Problem. Und ich gebe jetzt hier mal alle Tickets aus auch. Weil nicht, dass ich morgen dann wieder die Tickets vollgelaufen habe. Nach dem Arbeitstag. Wein. Wein hilft da? Ich weiß nicht. Wein hilft, glaube ich, nicht. Nicht besser als Wasser. Wahrscheinlich vergisst man einfach dann, dass man heiser ist mit der Zeit, wenn man viel Wein drin trinkt. Und dann ist es einem einfach egaler. Okay. Und in der. Oh. Ach nee. Nee. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Okay. Gut, das wäre fertig. Dann bin ich hier auf A. Oder? Das ist gar nicht A. Das ist W. Wie Wahlstrand. Das kurz einsammeln. War ich überhaupt fertig oder habe ich da noch Produktionen zu laufen, die jetzt gleich noch kommen? Kann ich. Muss ich nochmal gucken? Nee, erst morgen. Gut, dann bin ich doch fertig. Hier nochmal gucken. Ach so, nochmal öffnen. Ob ich die Tagesquest beendet habe? Okay, nun aber. Und. So.
Und du willst die Diamanten, ach, die Forgepunkte haben? Diamantrex? Okay. Kriegt der Topster noch welche? So, nicht ins Alka, okay. Gut, dann schaue ich mal hier rein. Für die Mitte. Okay, ja, es wird eng. So, dann schaue ich mal, ob ich ein paar Kämpfe machen kann. Genauer gesagt, müssen wir ja noch 8 schaffen. Aber ich glaube nicht, dass ich Einheiten für 8 Kämpfe habe. Habe ich nicht. Und ich will nicht meine ungebundenen verbrauchen, weil ich habe ja, ich kriege ja noch keine. Ich kriege ja noch keine. Einen weiteren neuen ungebundenen, weil ich ja kein Alka habe. 2 Kämpfe konnte ich machen. 2. Fehlt noch ein bisschen was. Fünf fehlen noch. Das kriegt ihr hin. Noch 3. Immer noch 3. Ab nach Oceria. So, warte ich hier noch auf? Nee, hier habe ich überhaupt keine Gebäude, die sowas können. Zack, zack. Okay, 8 Stunden Produktion. Einsammeln, einsammeln. So, wo fehlt noch was? Sehe ich nicht. Die 8 Stunden Produktion laufen schon. Irgendwo muss ich noch was einsammeln. Ach, hier unten. Okay. So, dann mal gucken, wo ich hier noch Fortschritte unterbringen kann. Ach, da zum Beispiel. Dann machen wir das. Oh. Gildengott hat geregelt. Wer ist denn der Gildengott? Jetzt sag nicht du. Das wäre ja so bescheiden. Okay. Viel mehr darf ich da nicht investieren. Sonst mache ich das Ding alleine. Okay, haben wir noch die Dreierkette? Die habe ich schon. Dann nicht. Und nächste Welt. Der Erstplatzierte ist der Gildengott. Und zack. Und auch fertig, sehr schön. Das ist sich gut ausgegangen. Und da fahre ich mit der Quest dann morgen fort. Mit der Questreihe. Auch erledigt. Nochmal kurz in die Gags reinschauen.
Zweikämpfe machen. So. Und noch nach A. Auch hier nur noch etwas einsammeln. Acht Kämpfe machen und drei Sektoren auf der Karte der Kontinente in Besitz bringen. Na, das lässt sich vielleicht noch kombinieren. Da muss ich mal schauen. Vielleicht. Probier es mal aus. Ich komme viel zu schnell durch. Niemals. Das schaffe ich nicht. Tusa spielt Unrailed. Ich kann nicht, was es ist. Ich kann das natürlich hier mit Verhandlungen machen. Und dann hätte ich die. Oh. Kann ich aber auch nur bei der einen machen. Hier kann ich auch noch weiter verhandeln. Und nochmal. Dann hätte ich die drei fertig und jetzt müsste ich die acht Kämpfe gegen Nachbarn machen und das kriege ich auch hin. So, gibt es hier noch irgendwas, wo ich die Fortschrittspunkte reinpacken kann? Sieht jetzt nicht so aus. Doch. Hier. Wobei die Blaupausen für die Basilius brauche ich nicht. Ja, wahrscheinlich brauche ich die alle eh nicht. Nee, alles. Alles abschließen. Okay. Drei im Aachener, drei im Zeus. Und 10 bei Oma Jutta. Zack. Alle noch untergebracht. Gut. Erst einmal. Ja, wenn das Alka erstmal hoch ist, dann kann ich ein bisschen mehr kämpfen. Alka ohne Arche leveln. Du meinst jetzt dein LK. Aber bei mir auch. Oh, ich bin aber auch müde. Also, von daher schon gut. So, A. Ach so, ich muss noch kämpfen gegen Nachbarn. Da muss ich jetzt erstmal einen finden. Bin ja in der Eisenzeit. Gehen wir ein bisschen nach hinten, da sieht schon besser aus. Zack. Der nicht. Die nicht.
Und fertig. So. Dann muss ich nochmal auf F gehen, weil ich dann, glaube ich, nicht geguckt habe, ob ich es fertig habe. Aber ich denke schon. Okay, gut. Hauptwelt auch fertig. Gut, dann habe ich's. Dann bin ich überall durch. Und ich habe Forge of Empires und Portal gespielt. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und natürlich auch für den Hype-Train, den ihr mir hier durch die Stadt habt fahren lassen. Beteiligt daran waren Tyrawai mit den 100 Bits. Dann Marco, auch mit 100 Bits. Und die Subscriptions von die zwei Geschenkten an Staubvogel, also Josie und Pi, natürlich. Danke auch nochmal an Josie für den Raid. Und sonst das Sub von Alec, von Jockel, von Marco, von Freakman und die zwei Bits natürlich von Diamantrix. Vielen Dank euch. Natürlich, erwähne alle. Es sei denn, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich habe es jetzt ganz gut vor mir in der Übersicht hier von OBS im Activity Feed. Da sehe ich, welche Aktionen quasi gemacht wurden von euch, die jetzt nicht reines Chatten sind. Nochmal extra in einer extra Aktivität. Gut, jetzt sind ja sonst noch nur noch 5 Leute da. Aber den 5 nochmal extra danke fürs lange, lange Durchhalten. Danke nochmal für den Bit, Demantrix. 12 Kadias. Okay. Ja, hast du es angefangen bei 0? Freakman, oder hast du es bei 0 angefangen oder hattest du schon Sachen in dem Inventar? Weil für ein voll ausgebautes Riesenrad mit 10 Stufen ist es okay, denke ich. Aber wenn du jetzt schon drei Sachen oder drei Kits im Inventar hattest, dann ist es nicht ganz so gut. Ja, denke auch. Ich glaube, du hattest mehr Pech, Kalumalaka, bei 0 angefangen. Ja, dann hattest du schon auch Glück dabei, Friedman. Ja, dann müsste für dich ja der Eventkalender noch viel weniger ein Problem sein. Okay, gut. Haben wir's. Packen wir's. Vielen Dank euch nochmal allen. Dank auch fürs Zuschauen. Danke fürs aktive Schreiben und Dialog führen. Und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann nochmal am Wochenende einen Forge of Empires Stream zu machen. Weil dann kriegen wir es vielleicht mal hin mit diesem, na, wie heißt es? Achievement. Diese Herausforderung. Genau. Ich wünsche euch eine gute Nacht und morgen einen schönen Tag. Und sonst sehen wir uns ja vielleicht bald wieder. So. Nächste Woche singe ich. Vielleicht. Wer weiß. Was soll ich denn singen? Was meinst denn du, Freakman? Mit singen. Nächste Woche wäre wieder regulärer Forge of Empire Stream. Ist halt die Frage, ob ich den mache, wenn ich jetzt heute einen Forge of Empire Stream gemacht habe. Vielleicht machen wir nächste Woche dann doch den Portal Koop Stream. Mal schauen. Ja, okay. Also von den Leuten,
die bei uns waren, ist der Tosa noch online. Alt und vergesslich, genau. Ja, schreib mir mal im Discord, was ich singen wollte. Strangers in the Night von Sinatra. Okay. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz mein Stimmlage. Okay, gut, Leute. Dann würde ich zu Tosa raiden. Jagged Alliance 2 Stream kommt vielleicht irgendwann irregulär. Ohne Ankündigung. Spontan. Genau. Und Tosa spielt Unrailed. Genau. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und Tosa war vorhin ja auch hier mit dabei. Bei uns. Im Chat. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was der Tosa da für ein Spiel spielt. Das kenne ich nämlich gar nicht, Unrailed. Und dann nochmal ins Creator Dashboard und den Raid anwerfen. Wo ist er denn? Stream Manager. Kanal raiden und Tosa. Hat bis jetzt drei Zuschauer, da wird er sich bestimmt über ein paar mehr freuen, wenn ihr noch kurz drin bleibt. Ich werde auf jeden Fall noch mal kurz reingucken bei ihm, was es für ein Spiel ist. Okay. Gut, dann vielen Dank nochmal und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Und mal gucken, ob ich es schaffe, früher nochmal einen Stream zu machen als nächsten Mittwoch. Und dann vielleicht auch Jagged Alliance 2 oder doch was anderes. Schauen wir mal. Ciao. Vielen Dank.